Wir behandeln gerade das Budget 2020 von der Stadt Winterthur und die Zahlen sind alarmierend. Wir sollten letztes Jahr einen Sondereffekt ausrechnen, das Minus operativ von 29 Millionen machen und dann im 2022 sogar eins von minus 55 Millionen. Das Eigenkapital wird dann aufgebraucht sein und wir sind bankrott. Der linksgrüne Stadtrat, vereinfacht gesagt, hat glaube ich zwei Pläne. Plan A ist mehr Geld vom Kanton. Wir haben gesehen, dass es alles bereits einkalkuliert, das lange nicht. Plan B, Steuererhöhung. Aber bei minus 55 Millionen reden wir über Steuererhöhung von 20% und dann setzt selbst im linksgrünen Stadtrat klar, dass dann die letzten guten Steuerzahler auch weggehen. Darum ist es Zeit für Plan C, nämlich Plan FDP, endlich mal als Gesamtstadtrat anzustehen und über die Aufgaben drüber zu gehen und die explodierenden Kostenbereiche Bildung und sozialen Griff zu kriegen. Es ist höchste Zeit für Plan FDP. Besten Dank.